Hallo Steinbock, herzlich willkommen zu deinem Monatsreading für den April hier bei Löwenherz-Lenormand. Jo, wir schauen hier wie immer auf die Liebe. Wie sind deine Energien im April in Sachen Liebe? Genau, was ich noch sagen wollte, ja, der Pluto ist jetzt im Wassermann seit dem 23. März. Das ist der Anfang von vielen, vielen Veränderungen und wir schauen hier mal, für was für einen Einfluss der Pluto hier auch dein Liebesleben hat. Wenn du da genauer was wissen möchtest, in welchem Lebensbereich sich diese Veränderungen bei dir abspielen, dann kann ich dir gerne da eine Beratung machen, dann schreibe mich an. Auch Saturn ist in den Fischen jetzt und eine Konstellation, wo wirklich Dinge in die Realität, Wünsche in die Realität gebracht werden können. Auch da schreibt mich gerne an. Aber jetzt schauen wir erstmal auf deine Energien für den April. Hier im Kollektiv. Lege ich jetzt erstmal die erste Reihe aus. Ich schaue ja, die Karten sind im Fokus. Das verstellt sich oftmals hier mit meiner Kamera. Muss ich da mein Auge drauf halten. Schon die ersten drei Karten gleich. Die ersten zwei liegen da, die dritte ist auch schon da. Haben wir den Schlüssel als Hauptenergie, die Blumen. Eine Karte jetzt noch bitte. Diese Ebene hier. Das Schiff. So, und jetzt haben wir die Mäuschen, die Sense, eine Karte noch und die Ruten. So, jetzt mal gucken, ob du das hier auch alles sehen kannst. Ich glaube, ich muss das alles ein bisschen nach oben schieben hier. So, Steinbock, wir haben hier als Hauptenergie, es geht hier um ein Treffen, was du hast, um eine Einladung, um ein Date, auf das du schon lange wartest und das aber auf jeden Fall jetzt im April stattfinden wird, ja. Du hast es hier mit einer Person zu tun, die doch sehr stur ist, vielleicht auch etwas egoistisch ist und ja, ein Sturkopf einfach, ja. Und das taucht ab und zu so mal auf, dieses Verhalten, ja. Und vielleicht denkst du dir auch noch gar nichts dabei. Vielleicht hast du diesen Menschen auch erst neu kennengelernt, aber das ist das, was dir hier auffällt, ja. Jetzt soll es aber dazu kommen, dass ihr euch treffen möchtet. Das habt ihr geplant, das habt ihr schon lange geplant. Und das wird jetzt vielleicht zu Ostern. Wir haben ja jetzt auch Ostern. Vielleicht habt ihr da irgendwas arrangiert. Vielleicht auch übers Wochenende, vielleicht auch länger. Auf jeden Fall ist das, was schon in Planung war und wo du dich auch drauf freust. Aber du hast es so ein bisschen schon im linken Zeh, sage ich mal, weil dieser Mensch nicht ganz einfach ist und etwas stur ist. Was wird daraus? Und da lege ich jetzt mal Tarotkarten hier. Die hat sich umgedreht. Ritter der Schwerter. Eine Karte noch hier. Ah. Fünfter Kelche. Ja, okay, du hast es hier wirklich mit einem nicht einfachen Menschen zu tun. Ja, es kann ja auch sein, du hast ihn vielleicht auf einer Dating-Line kennengelernt und das ist so in den Anfängen, wo man sich noch nicht so gut kennt. Aber einem fällt das schon auf. Jedenfalls mit den Ritter der Schwerter. Hast du jemanden, der gern auch mit der Tür ins Haus fällt, der sehr schnell ist geistig, aber auch eher spricht und dann denkt? Solche Menschen gibt's ja. Etwas zügellos und vielleicht auch etwas manchmal unter Gürtellinie, wo du denkst, hat er das jetzt so gemeint oder nicht? Ja, das fällt dir auf. Dann fünf der Kelche ist ein Mensch, der ein Verlust bedauert, ja,
Ich sage ja immer die Selbstmitleidskarte, so ein bisschen, ja. Der guckt hier auf drei Kelche und kann sich umdrehen, da sind zwei. Ne? Also, so what, ja. Und das ist immer so ein bisschen Modus, oh, Mensch, ne? So ein bisschen Selbstmitleid. Ich glaube, das ist kein einfacher Charakter in dieser Kombination, was so immer so ein bisschen durchblitzt, ja. Aber du freust dich trotzdem noch, weil so gut kennst du diesen Menschen ja noch nicht. Und du willst jetzt schauen, wie entwickelt sich das? Und ich schaue jetzt hier mal weiter. Da haben wir 7 der Münzen. Na, da wollten zwei heraus. Schauen wir mal. Ritter der Kelche. Hui. Und 10 der Schwerter. Geduld ist angesagt hier mit den 7 der Münzen. Du hast schließlich schon investiert, ja. Also klar, man macht sich immer Hoffnung und steckt da schon im Vorwege, bevor das richtig losgeht, ja schon Energie in eine Beziehung, ja, weil das ja ein potenzieller Partner ist. So kommt mir das so rein. Also du hast hier investiert und wartest jetzt darauf, dass sich daraus aus auch auszahlt, dass sich da was Positives draus entwickelt. Ritter der Kelche, du bist da auch beseelt von letztendlich dich darauf einzulassen. Das ist so auf die Sehnsucht gelegt. Du sehnst dich nach einer Beziehung hier. Und das ist so deine Motivation, endlich in eine Beziehung hier zu gehen. Ja, du freust dich auf dieses Treffen und du investierst schon im Vorwege emotional ganz viel, ja. Jetzt haben wir hier 10 der Schwerter. Da kläre ich noch mal drauf, weil das liegt hier auf diese Einladung. Das ist eine sehr destruktive Karte. Ich will dir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das heißt natürlich, daraus entwickelt sich nichts weiter, ja. Und das ist natürlich äußerst frustrierend, ne? Aber da legen wir jetzt mal hier große Karten drauf aus dem Tarot. Ja, das ist, man macht sich Hoffnung und dann merkt man vielleicht, dass diese Befürchtung, die du hier schon hattest, ja, weil dieser Mensch sehr stur ist, vielleicht ist im Selbstmitleid und du denkst, okay, ich kenne diese Menschen ja noch gar nicht so gut. Und dann trifft man sich und hat länger was mit diesem Menschen zu tun und denkt, nee, nee, das geht hier gar nicht. So, und das lege ich jetzt nochmal drauf, was da hier denn los ist. Was ist denn da los? Da haben wir eine kleine Arkana hier, die kleine Waage, ne? Die kleine Gerechtigkeit, 6 der Münzen. Also hier ist was in Schieflage. Ja, hier ist was nicht im Ausgleich mit dieser Person. Hier noch eine Karte. Uiuiuiuiuiui. Da haben wir hier nochmal. Ich sage ja mal, das resoniert oftmals. Das sind nämlich gerne zwei Decks. Nochmal Ritter der Schwerter. Und da haben wir noch eines daraus gefallen. 9 der Münzen. Ja, das ist die klassische Single-Karte. Das ist die klassische Single-Karte. Ja, also die siehst hier zweimal Ritter der Schwerter. Also der ist tatsächlich ein bisschen. Ja, vielleicht auch eine Aussprache her, so ein bisschen halt unter der Gürtellinie, du weißt, was ich da meine, ja, vielleicht derbe Sprüche, wie auch immer, haut zu früh Dinge hinaus, weil wir haben zweimal den Ritter der Schwerter hier. Dann haben wir hier die klassische Single-Karte mit 9 der Münzen, das spricht hier von Bildung, von einem gebildeten, klugen Menschen, der Single ist und der auch unheimlich gut allein zurechtkommt. Ne? Für den ist eine Beziehung noch das Sahnehäubchen, ja. So sollte es ja auch sein, aus so einer Energie. Aber ich habe ja diese Kombination mit den 6 der Münzen und hier diese Geduldskarte, die 7 der Münzen.
Das ist eben die Geschichte hier, ja. Vielleicht ist dieser Mensch noch gar kein Single. Ich lege die Karten ja immer richtig rum, aber in der negativen Energie wäre es natürlich umgekehrt hier. Dass du halt die Geduld aufbringen musst, dass dieser Mensch vielleicht noch in einer Trennung ist, vielleicht auch hier noch vom Herzen her einfach nicht frei ist, ist getrennt, aber hier in diesem Selbstmitleid-Modus ist und hier muss was echt in den Ausgleich gebracht werden mit dieser Person, sonst funktioniert das nicht für dich, ne? Wir schauen hier unten, ja, siehst du hier die Karten, die Mäuschen, die Ruten und die Sense. Plötzlich kommt es hier auch zu Streit, ne, zu Diskussionen. Das kann ich mir bei den Ritter der Schwerter in der doppelten Ausführung auch sehr, sehr gut vorstellen, dass dieser Mensch auch etwas streitlustig ist oder dass du halt sagst, ey, wie redest du denn mit mir? Oder kannst du dich nicht so ausdrücken, dass wir uns vernünftig hier unterhalten können, ja? Das ist die Situation bei dem Treffen, das muss ich dir leider sagen, ja. Und ich lege da jetzt nochmal weiter drauf. Ein unangenehmer Zeitgenosse, so wie man ihn hier sieht, so wie er sich hier darstellt. Und kann natürlich auch sein, dass das wirklich, dass er einfach einen sauschlechten Tag da hat. Dass man wirklich Geduld aufbringen muss noch weiterhin. Hier haben wir einmal den Turm, ne? Eine Karte noch. Oh ja, okay. Und die sieben der Kelche. Die Täuschung. Das ist Neptun-Energie, das ist die Illusion. Man hat hier vielleicht eine Illusion von einem Menschen gehabt. Das ist ja ganz oft bei diesen Dating-Apps oder wo man sich nur schreibt, erstmal online. Und dann trifft man den Menschen und denkt, oh Gott, ja, nicht optisch, sondern einfach von den Energien. Das ist es ja. Diese Energien machen jemanden ja unattraktiv, ja. Und mit dem Turm, das haut hier echt hier den Boden unter den Füßen letztendlich weg, ja. Da bleibt nichts, wie es war. Also diese Illusion ist einfach zerstört, ne? Dieses Bild, was du von diesem Menschen vielleicht noch hattest, wo du vielleicht geahnt hast, ist ein bisschen stur, ein bisschen noch in der Trauerphase. Und jetzt merkst du komplett, geht nicht, ne? Da habe ich mir wohl irgendwie was vorgemacht. Ach, guck mal hier. Ich mach's nicht oft, aber im April bei den Readings kommt mir das immer vor. Es ist wirklich so, diese Pluto-Energie heißt ja, dass alles kommt raus, ja? Was irgendwo im Verborgenen war, man kann es einfach nicht mehr verstecken. Und vielleicht habe ich deswegen immer jetzt, dass mir diese Rückseiten hier auffallen. Und da haben wir nochmal 10 der Schwerter, ne? Also hier geht nichts mehr, ne? Also da von deiner Seite aus ist das tot. Also sozusagen dieser Mensch, ne? Lege ich jetzt trotzdem nochmal hier auf das Outcome. Gibt es da noch so zu sagen? Na, da sind zwei gefallen. Königin der Münzen habe ich hier. Und wie Kraft. Du kannst es hier mit einem Löwen zu tun haben, ja. Dieser Mensch ist anstrengend. Das kommt mir als erstes, ne? Und Königin der Münzen ist halt so eine wohltuende Energie, ja. Archetyp Mutter hatte ich ganz, ganz viel in meinen privaten Legungen und hier auch bei den Readings. Das ist die Fürsorge, das ist die Selbstfürsorge. Und dass es halt allen gut geht. Das ist ja eine sehr langsame Energie, das ist eine Wohlfühlenergie. Das wird nichts gehetzt, da ist kein Druck, da nimmt man jemanden so an und halt diese mütterliche Energie, wenn ihr versteht, was ich hier meine. Und mit der Kraft angezeigt, ja, deine Herzenskraft ist hier gefordert. Also du, das ist hier völlig aus dem Fugen geraten mit dem Turm eben, ja. Und das kostet dich eben auch, ja, du weißt, es ist furchtbar anstrengend, mit diesem Menschen immer wieder in seine Mitte zu kommen hier, ja. Immer wieder in diese
Ich base mich mal, ich atme durch und da geht es mir gut. Das dauert halt lange. Ja, das kann ich hier zu diesen Menschen sagen. Ich werde hier noch meine Astrokarte ziehen. Mache ich hier auch bei den Readings temporär. Manchmal ist man danach, manchmal nicht. Und jetzt mache ich das bei den Hauptreadings. Bei den Fortsetzungsreadings kommen Astrokarten immer vor. Aber jetzt will ich nur schauen, was es hier zu sagen gibt. Pluto, habe ich eben von Pluto gesprochen? Habe ich. Hier haben wir ihn. Schatten und Mystik. Es kommt hier alles raus. Also Pluto bleibt nichts. Es ist immer diesen Tipp für euch auch. Ihr müsst mit den Planeten, die müsst ihr annehmen, ja. Die stellen euch Aufgaben und nimmt sie an. Und vor Pluto kannst du nicht weglaufen, ne? Nimm es an. Sonst wird es immer schlimmer. Also, und hier kommt einfach was raus, wo du nicht mit gerechnet hast. Also wirklich die Schatten, ne? Die Schattenseiten eines Menschen. Und es ist ja gut, wenn die zu Anfang gleich, wenn man das gleich zu Anfang sieht. Und manchmal denke ich auch, es ist okay. Dieser Mensch verstellt sich nicht. Da hast du es gleich auf dem Tablett und oftmals ist es so, das wird sich verstellt und man denkt, er ist so und so. Und man denkt erst später, es ist ja gar nicht so. Also von da ist das so ganz gut, ne? Das ist, finde ich, wieder eine gute Eigenschaft eines Menschen, dass er entweder er ist so blöd oder sag ich mal jetzt so, oder der zeigt sich einfach so, wie er ist. Und wenn dieser Mensch einen schlechten Tag hat, dann ist das so. Ja, und das ist eben auch authentisch, ne? Das will ich jetzt hier gar nicht sagen. Aber an diesem Date, bei diesem Treffen, wo ihr aneinander geratet, ist es heftig. Siehst du diese ganzen Schatten? Dieses Menschen. Eine Armutsbotschaft nehmen wir nochmal. Heimlicher Verehrer haben wir hier. Ja, es kann gut sein, dass dieser Mensch dich hier schon länger im Auge hat und du jetzt, dieser Mensch bist, der jetzt endlich mal darauf eingeht, sich zu treffen. Oder umgekehrt, ja, dass du lange diesen Menschen von der Ferne aus beäugt hast und jetzt kommt es endlich zu diesem Treffen und jetzt sowas, ja. Aber wir werden ihn jetzt im Fortsatz-Reading schauen, wie es mit diesem Menschen tatsächlich bestimmt ist. Ist das nur ein blöder, mieser, ganz schlechter Tag, dass dieser Mensch sich wirklich von der schlechtesten Seite zeigt, die er hat und eigentlich ist er gar nicht so verkehrt? Oder kannst du es echt mit diesem Menschen vergessen? Und wie sieht er das? Wie sieht er dich? Wie geht's weiter? Denn schau hier unter dem Video, das verlinke ich dir, dann schauen wir auf den Menschen genau. Da haben wir auch eine Zeitkarte, noch ein Sternzeichen. Die Sternzeichenwürfel nehme ich noch mal eine astrologische Karte, um noch die Energien dieses Menschen hier noch genauer beschreiben zu können. Ja, und wie gesagt, persönliche Readings oder astrologische Beratung oder auch die Kombination. Ich sage, Pluto ist wirklich mega spannend, gerade welcher Lebensbereich das bei dir ist, da mal zu schauen. Ja, ansonsten, wenn wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich dir einen schönen April und tolle Ostern haben wir ja auch. Mach's gut, dein Löwenherz.